Yo, was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ja, ich lade mir gerade Photoshop runter, legalerweise. Es gibt so ein schönes Tool, das nennt sich BitTorrent Web. Und da kann man einfach, ohne sich irgendeine Software runterzuladen anscheinend, ja, hier Sachen hier so ziehen. Und ich probiere das jetzt gerade mal aus. Ordner anzeigen. Und ich hoffe, dass es funktioniert, weil ich brauche nämlich Photoshop für die geilen Thumbnails. Ihr habt wahrscheinlich schon bei meinem neuesten Video gesehen, das geile Thumbnail. Das ist jetzt auch schon, glaube ich, dreimal oder so gelöscht worden. Und ja, deswegen, ich versuche das mal ein bisschen mehr zu verpixeln und ja, ich hoffe, dass es dann natürlich besser läuft. Ja, ich weiß, ich trinke Cola, sorry. Ich fühle mich schon ein bisschen wie Max Rolls, nein, Spaß. Ich hatte aber gerade Bock auf eine Cola, deswegen habe ich mir mal eine geholt. Und ja, wie läuft Sport? Ja, Sport läuft scheiße. Ich sag's mal so, wie es ist. Also, ich war in einer Routine drin, die lief ganz gut. Dreimal die Woche, gut auf Ernährung geachtet, Kraftsport gemacht und seitdem die Gyms zu haben, geht's bergab und rückfällig. Und ich habe auch schon wieder zu rauchen angefangen. Und ja, das ist echt scheiße. Ich hoffe, dass sie jetzt Ende des Monats wieder mal anfangen, hier die Gyms aufzumachen. Und dass ich dann mal wieder trainieren gehen kann, weil das eigentlich einer meiner größten Leidenschaften ist. So, also es gibt nichts Geileres, als wenn man so, ich sag mal, eine Runde trainiert, einen Podcast hört. Und ja, Musik hört und dann volle Power gibt, aber ja, was soll ich tun? Zum Beispiel, ich habe einen Kollegen in der Schweiz, da haben die Gyms nicht zu, der kann trainieren, was das Zeug hält, aber ich bin hier am Versauern. Vor allem, man merkt es auch so, also wenn man 2, 3 Wochen keinen Sport macht, man merkt es einfach auch, dass man sich so schlapp fühlt und so. Ach, keine Ahnung, das ist einfach echt scheiße, aber ich hoffe, dass es bald wieder bergauf geht. Also ich hoffe, dass wir Anfang Dezember wieder trainieren können, damit bis zum Sommer der Beachbody da ist, weil ja, es gibt nichts Geileres, als oberkörperfrei im Sommer rumzulaufen, einen Joint in der Hand zu haben und ja, das Leben zu genießen. Und da hoffe ich natürlich sehr drauf. Ich werde mir jetzt schon mal eine Zigarette drehen hier, weil ich gleich noch eine rauchen werde. Aber ja, das werde ich wahrscheinlich erst nach dem Livestream tun. Solange werde ich mich ein bisschen mit euch unterhalten. Ich werde hier einen kleinen Chillout-Livestream machen. Ich werde das mal so machen, dass ich vielleicht demnächst öfter mal so ein paar kleine Streams mache. Und vielleicht sogar auch ein bisschen Musik im Hintergrund. Oh, ein bisschen Musik im Hintergrund laufen lasse. Warte, wie sehen meine Haare aus? Ich habe mir die übrigens schwarz gefärbt. Sieht man das? Ein bisschen vielleicht. Sieht man das? Okay, ja, ich gehe mal ein bisschen auf die Kommentare ein. Was war letztens in der Bahn los? Ja, wenn du da ein bisschen auf Instagram schaust, dann wirst du da die ungefähr einen 10-minütigen Live-Schnitt finden. Bei mir war nicht viel los, ich war nur mega faded. Nur mein Kollege ist da, hat da irgendwie angefangen, Leute zu beleidigen oder wollte irgendwelche Leute abziehen und ja, keine Ahnung, was bei dem abging. Aber ich war ganz friedlich.
Ich war nur mega passed out, aber ich sag mal so, folgt mir auf Instagram simon.nwk und aktiviert da diese komische Glocke, falls es da sowas gibt. Und ja, falls ihr dann irgendwo mal eine Notification um 3 Uhr morgens bekommen solltet, dann wisst ihr, es lohnt sich reinzuschauen. Also, das kann ich, also so viel kann ich sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall, da eine Stelle reinzuschauen. Du warst tot, was für Passed Out, Digga. Du hast mich noch nie tot gesehen. Ich sah schon wesentlich schlimmer aus. Das glaubst du doch nicht. wo pennst du aktuell? Ja, ich penne wieder zu Hause. Ich habe, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Streit mit meinen Eltern. Aber jetzt ist wieder alles geregelt und ja. Ja, die Kippe, die ist echt für den Arsch, die ich hier gedreht habe. Ich weiß nicht, ich kann mich gerade nicht so konzentrieren. Vielleicht drehe ich die auch nochmal. Aber mein Mund mega trocken ist. Nee, also ich sag mal so, meine Eltern, die sind eigentlich, also die verstehen die Situation und die unterstützen mich, weil ich halt auch momentan studiere. Ich habe morgen um 7:45 auch Vorlesungen. Und das ist natürlich nicht so vorteilhaft, wenn ich irgendwo draußen auf der Straße um die Uhrzeit rumlaufe, ist ja klar. Was hast du für Tattoos am Unterarm? Ne, ich habe nur das Tattoo am Unterarm. Anarchy-Zeichen. Fuck everything, meine Freunde. Was willst du in Zukunft noch Psychedelisches nehmen? Hat mir sehr geholfen. Ich will eigentlich Psychedelisches nicht so viel nehmen. Also ich will einmal Acid noch nehmen, auf jeden Fall, nächsten Sommer vielleicht. Oder Pilze, je nachdem. Aber ich habe momentan eigentlich so niemanden, mit dem ich das machen könnte. Ich hätte eigentlich die Idee gehabt, so zu Silvester einfach meine Pappe einzuschmeißen, weil ich meine, Silvester geht ja sowieso nichts. Also da kann man sich eigentlich auch eine Pappe einschmeißen und durch irgendeine Großstadt rennen und ein bisschen das Live genießen. Aber ja, ich schau mal, wie es da so läuft. Empfindest du Reue, nachdem du wieder konsumiert hast? Nicht, not really eigentlich. Also ich meine, ich baue regelmäßig Rückfälle und ja, was heißt Reue so? Gehört halt irgendwie zum Prozess dazu und ja, keine Ahnung. Also Reue jetzt in dem Sinne nicht. Ich finde es ein bisschen schade so, aber es passiert halt so. Was hast du die letzten Tage konsumiert? Ja, Benzos und Opiate halt hauptsächlich, ne? Meine Steckenpferde. Kannst du dieses Mal einmal ehrlich zu deinen Zuschauern sein und erzählen, was du konsumiert hast? Vor allem, weil du dir ja auch drüber berichtest. Ja, ich habe ja gesagt, Benzos, also viele Benzos und Opiate halt. Hast du eigentlich schon mal intravenös konsumiert oder rauchst du nur? Ich konsumiere nur nasal, also ich rauche nicht mal Heroin, ich konsumiere nur nasal und gespritzt habe ich noch nie, nein. Und das will ich auch nicht. Jo, Simon. Nimm eine Pappe alleine und meditiere vorm Spiegel am Peak. Eine Tüte rauchen. Ja, ich weiß nicht. Also ich hatte einmal LSD und dann habe ich eine Tüte geraucht. Und ab da ging es irgendwie bergab. Also ich glaube irgendwie so, also bei den meisten Leuten, so wie ich das mitbekomme, ist es so, wenn die eine Tüte rauchen, dann geht es meistens bei den Leuten immer bergab. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Boah, ich liebe diesen Hoodie, also der ist so. Ah. So bequem. Das gehört dazu, der Weg geht trotzdem vorwärts. Ja, ich sehe das immer so, ich sehe das immer so Tag für Tag, ja. Also, wenn ich konsumiere so, dann ist es gelaufen, fertig so, dann mache ich einen Schnitt und fertig. Und ich schaue dann einfach, dass der nächste Tag besser läuft. So. Also ich gucke jetzt nicht so lange Zeit irgendwie so und denke mir dann, oh, ich habe jetzt einfach konsumiert, jetzt muss ich mich umbringen oder so, sondern ich gucke hier, also ich gucke immer Tag für Tag immer so, dass es halt irgendwie Sinn ergibt und ich jeden Tag aufs Neue quasi halt ja mein Leben auf die Reihe bekomme. Einen Moment bitte.
Jo, ich bin nicht wieder da. Einen Moment, ja. Eine Minute. So, guck mal, ich habe mir dieses Teil an meine Oma mir gekauft, Alter. Ich feiere das irgendwie mega. Ich mache das jetzt mal an. Ich finde das irgendwie nice. Und guck mal, was ich hier übrigens im Schrank noch gefunden habe. Wartet mal, ich zeig euch mal das. Air Max. Ich finde, die sehen mega geil aus, Alter. Ich glaube, ich trage die mal demnächst ein bisschen öfter. Ich finde, die sehen irgendwie ziemlich sick aus. So, ich hole mir jetzt mal neue Kerzen hier. Und dann machen wir das Timer an. Und dann werde ich euch mal anhand einer kleinen Physik-Lesson erklären, wie das funktioniert. So. Ein Feuerzeug, ja. Und zwar funktioniert das so: Ihr habt diese Teelichter und dann steckt ihr die rein und dann durch die Hitze dreht sich das oben. Ja, es ist nicht sonderlich schwer, aber für einige Leute, die nicht so einen hohen IQ haben, muss man das vielleicht erklären. Also hebt eure Fragen mal kurz auf. Ich werde gleich drauf eingehen, keine Sorge. Ich werde gleich mal auf die Frage noch mal ein bisschen antworten, keine Sorge. Ja, und übrigens, ich habe mir jetzt vorgenommen, wirklich mit YouTube durchzustarten. Ich werde morgen das nächste Video drehen über meinen Krankenhausaufenthalt. Ich habe noch ein paar andere Videos geplant. Nicht um Fame zu werden oder so, das ist gar nicht mein Ziel, sondern einfach, weil es mir Bock macht und ich es liebe, mich kreativ ein bisschen auszuleben. Und ja, wie ihr seht, es dreht sich wunderschön. Ja, geil, ne? So, jetzt stelle ich mir das hier hin. Ich hoffe nur, dass meine Bude nicht abfackelt. So, okay, und ab jetzt könnt ihr mir die Fragen stellen. Und ab jetzt werde ich darauf antworten. So, dann, wie spät haben wir jetzt? 11 Uhr, ich sag mal so, Viertelstunde mache ich kurz Stream oder 10 Minuten, Viertelstunde. Und danach gehe ich eine rauchen und danach werde ich mich auch langsam ins Bett legen, weil ich morgen sehr, sehr früh Vorlesung habe. Und vielleicht können wir dann ja morgen früh nochmal ein bisschen, beziehungsweise morgen Abend noch ein bisschen talken, wobei ich schauen muss, weil ich morgen Abend noch ein bisschen mit einem Kollegen unterwegs bin. Ich habe bei einem Kollegen am Wochenende mein Handy vergessen. Das heißt, ich habe seit 2 Tagen kein Handy. Und ich muss sagen, es ist irgendwie erfrischend. Also ich hatte heute den ganzen Tag kein Handy mit und ich war auch unterwegs. Und das Einzige, wo es mich gestört hat, ist, da ich nicht wusste, wann der Bus kommt und ich manchmal danach fragen musste, so, ey, wie sieht's aus? Fährt der Bus da und dahin? Aber ansonsten muss ich sagen, war es so entspannt, einfach mal ohne Handy unterwegs zu sein, Alter. Das ist so, man nimmt viel mehr von der Umwelt wahr und so. Ich glaube, ich mache das jetzt öfters. Also so ein Kollege von mir hat sich jetzt zum Beispiel so ein 5C gekauft und nur WhatsApp installiert. Und ich glaube, ich mache das auch. Also, dass ich ohne WhatsApp, beziehungsweise ohne Spotify, ohne Instagram und so einfach mal draußen bin, nur für Notfalltelefon in der Hand habe und ja, ich glaube da, keine Ahnung, ich glaube, das bringt viel. Ich will das mal ausprobieren, auf jeden Fall. Okay, ja, studiere auch. Was studierst du? Ja, ich kann dazu leider nicht so viel sagen, weil der Studiengang ist nicht so, also ist nicht so, so häufig. Also es gibt ein paar, aber es ist nicht so häufig. Und ich möchte nicht, dass das irgendwie auf mich zurückzuführen ist, aber ich sag mal so, es ist auf jeden Fall in Richtung Ingenieurwesen. Und das liegt mir schon immer gut. Ich bin gut in Mathe und ja.
Probleme immer, ne? Studiere auch und nehme jeden Tag Opiate, das Beste. Ja, ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat jeden Tag Methamphetamin konsumiert und dann zum Schluss Opiate zum Runterrauchen und jetzt hat er einen Einsatz. Der hat jetzt einen Einser-Abschnitt und ja, eine Abhängigkeit. Weißt du noch, was du genau genommen hast vor ein paar Tagen oder kannst du nur sagen, Benzos und Opiate? Ich kann nur sagen, Benzos und Opiate. Mehr war da auch nicht. Also auch wenn es danach mehr aussieht, aber ihr könnt euch vorstellen, was das da anrichtet. Also mehr war das auch nicht. Was war die längste Zeit ein Stück auf Opiaten, als du auf Opiaten warst? Hattest du überhaupt schon krasse körperliche Entzüge? Hast du ja nicht viele Jahre konsumiert am Stück. Ich hätte Entzüge, ja, aber keine krassen. Und am Stück war ich so einen Monat drauf ungefähr. Was für mich schon eigentlich ziemlich viel ist. Hast du vor, in der Prüfungsphase Ritalin zu konsumieren? Nee, habe ich nicht vor. Also mal schauen, was die Zukunft bringt, ne? Aber ich habe es eigentlich nicht vor. Oh, wir haben 150 Zuschauer um die Uhrzeit. Nice. Übrigens, an die Leute hier, liked mal bitte alle mein neuestes Video. Ja, ich würde mich echt sehr, sehr freuen. Also es gibt wirklich nichts. Es ist so ein geiles Hobby, ne? Man macht diese Videos. Alter, ich schaue mir das im Nachhinein an und ich denke mir so, boah, Junge, echt nice, was du da gemacht hast. So auch so, wie du das erzählt hast und so. Und die Leute feiern das auch und so. Und du bekommst dann auch positives Feedback und dann liken die Leute das und so. Und das ist einfach das geilste Hobby, was man machen kann. Ohne Witz, YouTube ist einfach das geilste, wenn man so eine Nische findet, die man, also wo man auch wirklich Bock drauf hat, wie ich zum Beispiel jetzt auf diesen Drug Talk. Nochmal, dann nur eine Pappe und meditieren vorm Spiegel. Guck dir selbst in die Augen und denk an die Zeit, am besten alleine. Und falls es nicht geht, informier deine Eltern, dass du trippst. Wirkt Wunder. Ich werde meine Eltern auf keinen Fall informieren. Ihr müsst wissen, nicht alle Eltern sind so offen und meine kommen aus Polen und da ist es so, dass jeder, der Drogen nimmt, ein Hurensohn ist und egal, was man sagen kann. Und meine Mutter ist sehr aufgeschlossen, die liest auch sehr viel darüber und so. Man kann sie davon nicht überzeugen, kannst du vergessen. Schure Nasal ballert, aber auch krass, oder? Ja, klar, also Schure ballert Nasal krass, krasser als Rauchen. Nur das ist halt mega, mega ätzend, den Schleimhäuten und du hast danach 3 Tage Schnupfen oder so. Und es ist mega widerlich. Wenn du Fragen zu Psychedelics hast, schreib mir auf Insta, Lena Joy. Ich habe extrem viel Erfahrung damit und berate dich gerne, wie du Acid am besten einsetzt, um dir zu helfen. Jo, Lennart, schreib mir einfach auf Insta, schreib mir, woher du kommst und wenn du mich plagen kannst, dann kann man mal vielleicht drüber reden. Warte mal, wo habe ich denn jetzt hier? Ach, fuck, jetzt bin ich hier. Ah, da, okay. Was für das längste? Kurze Stille wegen Parents. Ja, manchmal muss man. Nein, Meth nicht, das ist mir zu hart. Nehme aber kein Age bis jetzt, aber kann's verstehen. Ach, Meth ist gar nicht so hart. Also, wenn du Amphetamin konsumiert hast, dann ist Meth jetzt auch nicht so krass. Also, da würde ich eher die Finger von Crack lassen, wenn ich ehrlich bin. Bruder, du bist voll dicht, geh bitte auf. Ich bin nicht dicht und ich gehe jetzt nicht auf. Ich studiere Jura und ich habe das Gefühl, mit Drogen wäre das unmöglich. Ich studiere Jura. Ne, du studierst Jura, ich studiere Bitches. Nein, natürlich. Das ist ja das Problem. Ich muss jetzt unbedingt den Konsum runterschrauben, weil ich das auch selbst merke langsam, dass ich, wenn ich so weitermache, ich mit dem Stoff nicht nachkomme. Und Jura ist natürlich auch nochmal eine Nummer, noch eine Nummer krasser, muss man natürlich sagen.
Ja, aber Respekt, dass du Jura studierst. Also Jura ist so ziemlich das langweiligste Fach, was ich mir vorstellen kann. Also ich kann mir nichts Langweiligeres als Jura vorstellen, oder? Selbst Mathe finde ich spannender. Mathe ist sogar einigermaßen interessant, wenn man da tief in der Materie drin ist. Aber Jura, Alter, ist so fucking langweilig, Alter. Also, wenn du nur aufs Geld schielst, okay, aber das sind ja sowieso nur die armseligsten Leute. Ich hoffe, dass es nicht dein Fall ist, aber Jura ist ja krass langweilig. Aber gut, das ist jedermann. Kann natürlich auch eigene Präferenzen. Was ist noch nach dem Insta-Stream von gestern passiert? Nichts eigentlich, klar. Also, ich weiß es nicht mehr. Ich hätte da einen Film muss, ich weiß gar nicht mehr. Wie gesagt, aber folgt mir auf Insta, die Streams, also bevor ihr euch irgendein Ungestream reinzieht, der sich irgendwelche billigen Scheißdrecks-Memes reinzieht und darüber lacht und das witzig findet, dann folgt mir lieber auch, wie gesagt, auf Insta und dann habt ihr mehr Spaß, glaubt mir. Kann dir was von Ayahuasca-Zeremonien erzählen, falls du dazu mal ein Video machen möchtest. Shadow Giant, schreib mir mal auf Insta. Also ich würde gerne mal mit jemandem ein Interview machen, der das schon mal gemacht hat. Also wenn du das schon mal gemacht hast und vielleicht sogar auch in so einer traditionellen Umgebung, wie in Südamerika oder so, in Peru oder was weiß ich. Ich würde da gerne mal so ein Video machen. Also wenn du Bock hast, dann schreib mir auf Instagram. Einfach nur mal aus Interesse. Also ich würde es jetzt selbst nicht machen, so. Also es reizt mich nicht so krass, aber ich finde es sehr interessant. Ritalin so wack, finde ich. Ja, Ritalin ist auch mega wack. Und man nimmt auch mega davon ab. Und ich bin sowieso schon so dünn und ich kann essen, was ich will und ich nehme nicht zu. Und wenn ich dann noch Ritalin nehme, dann wiege ich ja gar nichts mehr. Wahrscheinlich ist da auch Benzos und Weed. Nein, bin ich nicht. Aber ich bin einfach gerade nur ein bisschen aufgedreht. Aber hasse Appa einfach. Vielleicht liegt es daran. Ja, ich hasse auch Appa auf alles. Also ich bin auch mehr der Downer-Typ. Viel Glück an alle in der Schule morgen. Ach ja, morgen ist ja, glaube ich, kann es sein, dass morgen die Ferien enden? Also, ich wünsche euch einen guten Start auf jeden Fall, falls es der Fall sein sollte. Und zieht das mal zusammen mit mir durch, ja. Also, es muss sein. Bei mir ist es so, guck mal, bei mir ist es halt das Ding. Ich habe eine Ausbildung, ich habe Abitur, aber dennoch habe ich nichts, worauf ich Bock habe. Und das, was ich jetzt studiere, das macht mir Bock und das ist eigentlich so ziemlich die einzige, wie soll ich sagen, die einzige Chance, jetzt irgendwas zu reißen und deswegen ist es auch dementsprechend mehr oder weniger ein Druck dahinter, das zu schaffen. Also ich muss es schaffen, ich muss es machen. Velcro Discord-Server. Ich denke mal, es ist, glaube ich, geiler, wenn wir hin und wieder mal einen kleinen Livestream machen, weil Discord ist so. Ja, keine Ahnung. Also vielleicht. Also ich sag mal so, wenn wir irgendwann mal die unwahrscheinlichen 20.000 Abonnenten knacken, vielleicht schon, aber davor eher nicht so. Wahrscheinlich ist er auf Age. Nein, bin ich nicht. Mach bitte das DMT-Video, wenn deine Erinnerung noch nach den ganzen Benzos und Opis das noch zulässt. Ich kann zu dem Thema ein bisschen was erzählen, aber ich hatte halt kein Breakthrough, wie man das nennt. Ich kann euch natürlich wie soll ich sagen, meine Erfahrung schildern, aber es ist halt nicht so krass. Ich weiß nicht, ob das jetzt so krass videofüllend ist. Aber ja, weil es gibt einige Leute, die machen Videos dazu, da erzählen die 2 Stunden lang und so und das ist mega heftig und so. Und das war bei mir auch mega krass so, aber ich weiß nicht, ich bin dann 5 Minuten durch mit den Halluzinationen und mit diesem Mindspace und so. Ich weiß nicht, ob das so geil wäre, wenn ich da jetzt wenn ich so ein Video dazu machen würde. Hab schon geliked. Zu nice, dir zuzuhören. No cap. Jo, vielen Dank. Vielen Dank.
Können wir mit dir reden? Ja, mach dir doch gerade. Treibst du noch Sport? Ja, hatte ich ja schon anfangs beantwortet. Warum langweilt es dich nicht, jeden Tag über Drogen zu reden? Mich langweilt es schon, klar, aber wenn ich das Video, also wenn ich einen Livestream anmache, auf meinem YouTube-Kanal, der über Drogen geht, dann rede ich über Drogen. Und wenn ich ein Video über Drogen mache, dann rede ich dann natürlich auch darüber, aber ich rede jetzt nicht den ganzen Tag über Drogen, ist doch klar. So, hatte ich ja auch schon mal drauf thematisiert. Könntest du dir vorstellen, Your Story weiterzuführen? Ja, kann ich auch machen. Kann ich auch machen. Wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich, also ich will nicht so viel ankündigen, ich will jetzt nicht diesen Drachenlord-Ankündigungslord machen hier. Aber wenn das einigermaßen alles in die Wege geleitet werden sollte, dann werde ich wieder anfangen. Weed und Teile, mehr braucht man nicht. Ach ja, Digga, warte mal 2 Jahre ab, Alter. Dann feierst du Teile auch nicht mehr. Weed Teile ist so ein 16, ich bin 16 Jahre alt Ding. Also, ich kenne niemanden, der 20 ist und sich noch Teile ballert. Also, der ernsthaft einigermaßen normal in der Birne ist. Du siehst nicht so gut aus. Ja, das liegt auch daran, dass ich fast gar nicht geschlafen habe, Bruder. Schielst ein bisschen. Na, das liegt vielleicht an der Kamera. Ich kann mich ja mal einfach vernünftig hinsetzen. Dann sollte das besser gehen. Ich muss kurz nochmal zurück hier scrollen zu den Fragen. Geh weg mit Teilen, Jungen. Ja, da hast du recht. Wenn du alleine trippst, hab lieber ne Benzo da. Kann böse enden. Ja, ich weiß, ich weiß. Digga, ich hab meine Erfahrungen gesammelt. Ich kenne mich damit aus. Viel Glück auch im Studium, Beruf und was auch immer ihr derzeit macht. Ja, vielen Dank. Übrigens, ich wollte sagen, Leute, ihr müsst, warum hatet ihr immer? Also ich verstehe nicht, warum ihr immer am Haten seid. So, guck mal, selbst wenn ich mir jetzt hier Crack rauchen würde, so. Who cares? Also ich meine, es ist doch nicht eure Angelegenheit. So, versteht ihr, was ich meine? Ich habe meine Probleme, so, ich habe meine Dämonen, mit denen ich kämpfen muss. Ich versuche mein Leben so gut es geht zu meistern, so, und ich brauche nicht ständig alle 5 Minuten irgendwelche Leute, die in den Kommentaren schreiben, was ich für ein scheiß Wichser bin, so, weißt du? Also hört doch einfach auf damit, so. Ich mache meine Videos, das macht mir Spaß, ich mache meine Livestreams, das macht mir Spaß, und hört doch einfach auf, die ganze Zeit so eine Scheiße zu schreiben, so. Wenn ihr einen Livestream nachts seht, wo ich übelst fucked up bin, so, und ihr das witzig findet, und ganz im Ernst, ich habe es mir angeschaut, ich fand es auch mega witzig. So, dann freut euch doch, ja, dass es mal endlich ein bisschen anderen Content gibt und nicht immer nur diesen 0815-Scheiß, den ihr auf der YouTube-Startseite seht. Aber hört doch auf, die ganze Zeit irgendwie immer zu kommentieren, geh doch offline und so. Ich meine, das Ding ist, ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass ich jemand bin, der wirklich null Fucks gibt auf andere Leute. Und wenn du die Person, die das kommentiert, jemand ist, der sehr introvertiert ist und sehr, ich sag mal, auf sehr, sehr darauf alles achtet, was Leute über ihn denken und so, dann ist es natürlich klar, dass du sowas schreibst, aber lass mich doch einfach mein Leben leben, so, weißt du, mir ist es scheißegal, einfach so. Und lass doch einfach mich mein Stuff hier leben und fertig ist. Wie viele Jahre sind die Stories mit Benjamin, Ludwig, Nino schon her und hast du noch Kontakt zu ihnen? Die sind jetzt mittlerweile 5, 6 Jahre her. Ich habe jetzt noch zu Nino, das ist mein bester Kollege, Tim, Kontakt, wobei der ein bisschen bröckelig ist. Zu Benjamin habe ich noch sehr guten Kontakt, das ist Smokey Rich, also ist der Rapper. Zu Ludwig habe ich keinen Kontakt mehr, auch begründet. Will ich nicht näher drauf eingehen. Hatte schon damals seine Gründe und hat auch heute seine Gründe. Ich habe ihn mal
unter Einfluss gesagt, was ich von ihm halte. Und ja, dazu stehe ich auch. Also ja, das ist nicht unbegründet. Und zudem habe ich keinen Kontakt mehr. Was ist noch? Also ja, schon wieder, bitte geh auf. Geh du doch auf. Ich habe mir Heroin gegönnt und ich fühle mich pudelwohl. Ja, also ich versuche mal so eine EP zu machen, so Heroin-Musik, die soll so in die Richtung, ich habe mir Heroin gegönnt, also ich habe mir Heroin gegönnt, ich fühle mich pudelwohl, so in diesen ich bin drauf Track-Vibe reingehen. Mal schauen, was da so geht. Alter, bitte geh auf, du bist nicht nüchtern. Junge, ey, egal. Hat recht bezüglich des Meths. Ja, smokest du noch Weed? Ich smoke Weed, aber sehr selten. Also ich smoke so einmal die Woche vielleicht. Also nicht sehr häufig. Digga, du kannst uns nicht anlügen. Wir wissen, was abgeht. Ist ja nicht schlimm. Ja, ich verheimliche hier auch nichts. Ich habe doch gesagt, ich bin rückfällig geworden. Ich meine, wo ist das Dingens? Wo ist das Problem? Nur mir geht es halt auf den Sack, dass Leute das die ganze Zeit hier schreiben. Was du zu Ampfe meinst, ist so real. Hab oft in letzter Zeit Nächte durchgezogen und danach stundenlang gewichst. Wenn man runterkommt, fühlt man sich so elendig, will die Scheiße jetzt auch quitten. Also Ampfe, muss ich sagen, verstehe ich nicht, wie Leute das konsumieren. Also ich war mal bei so einem DJ zu Hause, der hat die ganze Zeit irgendwie so, keine Ahnung, EDM-Musik aufgelegt und die ganze Zeit Nasen gezogen und war bis morgens wach. Also wirklich teilweise von Freitag nach der Arbeit bis Sonntagmorgens. Ey, und ich dachte mir, was ein ekelhafter Typ, also wirklich ekelhaft. Jura, beste, unfassbar spannende Fragen, zum Beispiel im Bereich Menschenrechte. Also ich finde es ultra langweilig, aber wenn dich das interessiert, dann zieh das durch, Bruder. Ist ja deine Sache. Was ist los mit dir, kleiner Pisser? Ja, du bist ein kleiner Pisser, du kriegst jetzt mal einen Bann. Wenn das hier geht, Nutzer vorübergehend bannen. Ja. Habe beides probiert, also Meth und Amphetamin, würde aber niemals Crack konsumieren. Nee, würde ich dir auch nicht raten. Welche Droge verursacht eigentlich deinen dauerhaften Schnupfen? Ich bin allergisch gegen Hausstaub, also daran liegt's. Aber wenn ich raten müsste. Ich drehe mal einfach nochmal eine Kippe. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, Schore, weil das unglaublich die Nasenschleimhäute reizt. Das ist das Ding. Lionix, halt die Fresse. Ah, ja, danke, endlich meiner, der mich supportet. Leute, wir müssen zusammen eine Community bilden, Alter. Wir müssen zusammenhalten und uns zusammen stärken. Guck mal, ich habe das Gefühl, das ist schon ein bisschen so ein bisschen der Spiegel der Platte, der Szene. Guck mal, wenn ich auf der Szene unterwegs bin, wie die Leute sich da anmaulen, wie die Leute sich da gegenseitig fertig machen, das ist genau das gleiche wie in dem Chat hier. Anstatt mal ein bisschen Liebe zu verbreiten, seid ihr hier am rumhaten und wegen ihrer Scheiße am rumbeleidigen und so. Und wenn ihr dann auf die Szene geht, seid ihr bestimmt genau solche Leute, Alter. Ich kann das echt nicht ab, ey. Zum Glück sitze ich hier am längeren Hebel und kann solche Leute blockieren, auf die ich keinen Bock habe. Aber draußen ist es halt nicht so. So, wenn man da die Fresse aufmacht, dann gibt es direkt entweder eins zurück oder es gibt Streit und. Das ist echt abartig. Deine Livestreams sind 10-mal besser als Unge seine Livestreams. Danke, vielen Dank. Ich muss auch sagen, seit so 2, 3 Wochen, also ich muss sagen, seitdem ich meine Freundin kennengelernt habe, fühle ich mich so gut wie seit 1,5 Jahren nicht mehr. Also ist wirklich so. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich lebe seit 1,5 Jahren mit ziemlich starken Depressionen,
Aber seitdem ich meine Freundin kennengelernt habe, seitdem ich etwas stabileren Freundeskreis habe, seitdem ich viel mit Leuten unterwegs bin und was mache und nicht nur zu Hause sitze und irgendwie Netflix schaue und so, geht es mir wirklich so viel besser. Ey, ohne Witz, Alter, mir geht es besser, wenn ich draußen bin und konsumiere, anstatt wenn ich drin sitze und den ganzen Tag Netflix schaue und nicht konsumiere. Ja, also was Depression angeht. Das klingt zwar komisch, aber ist echt so. Stream hatte einen kranken Unterhaltungswert. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich fand ihn ehrlich gesagt auch sehr witzig. trink doch keine Cola vorm Schlafen gehen. Ah, das macht bei mir gar nichts. Also ich kann so viel Cola trinken, wie ich will. Ich kann sogar jetzt noch einen Kaffee trinken. Also ich habe, glaube ich, so, ey, ehrlich gesagt, habe ich Bock auf einen Kaffee gleich noch. Ich glaube, den gönne ich mir noch, weil ich kann trinken und ich schlafe dann trotzdem nicht. Nee, ich schlafe dann trotzdem, meine ich. Gibt for real nichts Spannenderes als seine Instagram-Livestreams. Also feiert ihr die nur, wenn ich mega baked bin, mega stoned, oder gebt ihr die euch auch, wenn ich nüchtern bin? Weil wenn ihr sagt, ja, ich würde mir die auch geben, wenn ich nüchtern, wenn ich nüchtern, also wenn ich nüchtern unterwegs bin, dann kann ich auch so, wenn ich zum Beispiel auf dem Bus warte, mal ein bisschen streamen oder so zwischendurch. Aber wenn ihr sagt, nee, wir geben uns das nur, wenn du breit bist, dann finde ich das nicht so geil. Die wichtigste aller Fragen: Hast du deine Kippe vorgestern während dem Stream noch bekommen? Deine Kippe vorgestern während dem Stream noch bekommen? Ich glaube schon, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Bist du noch geeked von gestern, ne? Ja, ein bisschen. Merkt man, glaube ich, auch noch. Shields ein bisschen, oder? Ja. Wie heißt du denn auf Instagram? Ich heiße auf Instagram simon.nwk. Ich poste euch das mal. Warte mal, ich schicke euch mal den Link hier rein. Dann könnt ihr mir einfach direkt folgen. Und ihr könnt gerne auch euren Kollegen den Link schicken und dann sagen: Ey, der Typ ist fucked up. Der macht krasse Livestreams. Ah, warte, ey, ich komme einmal online, Alter, schon über 10 neue Freundschaftsanfragen, Alter. Das geht so krass ab hier auf meinem Instagram gerade. Hier. Und dann könnt ihr sagen, ey, der Typ ist fucked up. Und ja. Schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Oxycodon gerade. Nee, nicht Oxycodon. Interviews wäre eine voll geile neue Reihe für deinen Kanal. Finde ich auch. Aber das müssen Interviews sein mit Leuten, die ich feiere. Also, ich werde jetzt kommendes Wochenende, wenn ich Zeit habe, hatte ich eigentlich vor, mit zu Max Roll zu fahren, falls ihr den kennt. Und mit dem ein Interview aufzunehmen. Vielleicht machen wir nur Audio, vielleicht machen wir auch ein Video. Mal schauen. Ist ja eigentlich ein guter Freund von mir. Und wir waren mal sehr gute Freunde, ist ein bisschen abgeflacht irgendwie seit seiner Addiction zu Oxycodon. Aber ich hoffe, ich kriege ihn irgendwie dazu überredet, ein Video aufzunehmen. Und das wäre natürlich mega, mega, mega nice. Weil Max und ich teilen so viele Stories und ich würde gerne mit ihm einfach mal so die Story recappen, so wie er Moneyboy kennengelernt hat und wie wir das erste Mixtape für ihn aufgenommen haben und zwar direkt baked. Das ist nämlich so witzig. Also, ich kann euch sagen, wie wir das aufgenommen haben. Ich glaube, es gibt noch keinen Rapper, der so ein Mixtape aufgenommen hat. Also, da gibt es so viele witzige Stories. Was drückst du auf der Bank? Leider nicht so viel. Ich drücke 60. Also, ich bin nicht so stark auf Bankdrücken, aber dafür mache ich Squats 90. Das ist schon mal ganz gut eigentlich für jemanden, der 2 Monate trainiert hat vor Corona. Davor habe ich es ja nie wirklich, ja, aktiv betrieben. Wobei ich sagen muss, ich werde es natürlich weitermachen jetzt nach Corona, aber Fitnesssport ist jetzt auch nicht so das, was ich. Also wenn ich jetzt komplett nüchtern wäre und keine Partys machen würde und so
und nur Training machen würde, dann wäre das natürlich schon eine Sache. Das wäre eine der wenigen Sachen, die ich machen könnte. Aber da ich ja noch jung bin und Party machen will und ja, studiere und so weiter, ja, reicht es eigentlich, wenn ich zwei, dreimal die Woche Sport gehe und dann, ja, damit ich einfach ein bisschen nice aussehe für den Sommer halt. Du wirst deine Drogensucht früher oder später bereuen, wenn du komplett hängen geblieben bist. Ja, danke für diesen aufschlussreichen Kommentar. Mein Internet ist das Schlechteste. Super, super, Paul. Ferien waren vor 2 Wochen vorbei. Ah ja, okay. Ja, ich bin da schon lange nicht mehr. Also, Digga, ich bin seit 6 Jahren aus der Schule raus. Und ja. Lyrica, in my opinion, sehr räudig immer. Also, Lyrica ist auch scheiße. Lyrica finde ich auch nicht gut. Machst du Your Story weiter? Hatte ich die Frage nicht gerade schon. Aber auf jeden Fall ist eventuell in Planung, wenn der Kanal weiter gut laufen sollte. Also, das Ding ist, ich muss natürlich auch ein bisschen Resonanz bekommen. Also, wenn ich jetzt auf ein Video nur irgendwie 1000 Views bekomme, dann lohnt sich das irgendwie für mich, finde ich, nicht so ganz. Aber wenn das steigern sollte, dann werde ich auf jeden Fall auch nochmal Your Story machen. Sorry übrigens, dass ich mich nicht so gut anhöre wegen meiner Nase. Sorry. Was studierst du nochmal? Hatte ich davor schon erwähnt, kann ich gerade nicht viel zu sagen. Setzt alles mit allen Mitteln, die du hast, das Studium zu reißen, sonst fuckt es dich für immer ab. Ja, also wie gesagt, mein Ziel war es eigentlich schon von Kindheit an, Studium abzuschließen. Und außerdem bleibt mir keine Option, was soll ich machen? Also ganz im Ernst, wenn ich kein Studium fertig mache, guck mal, das ist ein Fach, was mir unglaublich Spaß macht. Und wenn ich das nicht reiße, was soll ich machen? So, dann bleibt mir ja irgendwie nur Drogen dealen, so. Und das ist ja, wie willst du deine Familie aufbauen, so, weißt du? Ist ja auch irgendwie für'n Arsch. Alles klar, ich schreibe dir auf Insta, nimm die Anfrage an, damit ich dir folge und schreiben kann. Dann kann ich dir gerne was über Ayahuasca-Erfahrungen berichten. Ja, gerne, kannst du gern machen. Ich habe wahrscheinlich jetzt schon über 30 neue Anfragen. Warte, ich guck mal. Alter, boah, ich habe so viele Anfragen wieder. Okay, ich schau gleich mal rein. Ich schau gleich mal rein. Frag nicht, was für ein Saft. Guck mal, was für eine saftige Sippe, mein Freund. Cola. Ey, soll ich euch mal was sagen? Ich bin jetzt mal Real Talk. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die das verstehen können. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wenn man so morgens aufsteht, ne, dann macht man sich so einen Kaffee, einen schönen starken, dreht sich eine Zigarette und dann ballert man sich so zwei Rivotril rein, so 4 Milligramm. Ey, bester Morgen, den es gibt. Also das ist für mich so der perfekte Morgen, Alter. Hört sich mega junkiehaft an, aber... Also nur Leute, die Benzos nehmen, die wissen, wovon ich rede, Alter. Könnt ihr mal unten reinschreiben, wie ihr das seht. Aber ich feiere zum Beispiel so abends Benzos konsumieren nicht so. Ich feiere es morgens zum Beispiel, weil dann ist man den ganzen Tag gechillt. Und dann kann man seinen Sachen nachgehen. Und man ist am nächsten Tag auch noch so ein bisschen angeheitert. Und das feiere ich echt mega, je nachdem. Verfolgst du noch den Drachenlord? Ja, klar, verfolge ich den noch. Ich gucke mir immer jeden Tag morgens, wenn ich aufstehe, den Altschauerberg Express an. Falls du die Seite kennst. Den Druck kennt jeder, der studiert und von seinen Eltern abhängig ist. Ja, ich bin von meinen Eltern abhängig und ich bewerbe mich ja auch auf Minijobs und so, aber irgendwie will mich keiner. Keine Ahnung warum. Aber keine Ahnung, die Wichser werden schon sehen, wenn ich hier mit dem Kanal durchstarte und Geld mache. Nein, Spaß. Mach mal for real, wie viel Wochenende kann man MDMA hintereinander konsumieren? Ich würde es einmal alle 3 Monate oder so machen. Alles andere ist ziemlich neurotoxisch. Was du zu Ampfe meintest, ist so real. Ich habe oft letzte Zeit nicht. Ach so, das.
Das packst schon mit dem Studium, wenn du komplett unter Schüche wegen Corona-Maßnahmen. Nimm einfach Urlaubssemester kurz vor knapp. Nein, nein, Digga. Also ich traue mir schon zu, das Studium zu schaffen. Ich habe mir jetzt die Modulhandbücher durchgeschaut und es ist machbar. Also ich bin ja kein kompletter Vollidiot. So. Ich will jetzt hier nicht die große irgendwie eine große Rede schwingen, aber ich denke mal schon, dass es machbar ist. Ich dachte, du hast so viel Cash gemacht. Ja, Digga, du musst mal unterscheiden zwischen Aktien und wenn ich das auszahle, was meinst du, was der Vater Staat dann für Steuern haben will davon? Das wäre ja komplett dumm, das auszahlen zu lassen, mein Freund. Wollte er nicht genau sagen, achso, safe of launch, alles gut bei dir, ja. Hast du ein Auto? Ja, ich habe einen 3er BMW. Baujahr 2014, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, ich weiß es gar nicht. Junge, lässt der Chat immer hier nach unten springen, fuckt mich so ab. So, ich werde jetzt mal im schnell durchlaufen, ein bisschen durchgehen, damit noch die wichtigsten Fragen. Ich werde jetzt die wichtigsten Sachen kommentieren. Boah, so viele Kommentare. Vielleicht werde ich. Warte, wie spät haben wir jetzt? Ja, vielleicht mache ich noch 20 Minuten, mal schauen. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange machen heute, aber egal. Was ist denn das hier? Bearbeiten, monetarisieren. Oh, ich kann sogar monetarisieren den Stream. Nice, egal. Krato, warte, wo war ich denn jetzt hier? Alter, wie viele Kommentare? Meinung zu Lyrica, scheiße. Was hast du eigentlich für Erfahrungen mit Ketamin? Was hältst du davon? Ja, kann ich auch nochmal ein Video zu machen. Das rechte Auge will weg. Ja, nicht nur das rechte Auge, mein Freund. Also ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Also ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber Mitte 20 und nach getaner Arbeit ein Teil im Club chillen ist mehr als nice. Ja, keine Ahnung. Ich bin da schon irgendwie ein bisschen raus aus dieser Sache. Also no offense, aber mit 20 geht das erst richtig los. Mit den Teilen? Keine Ahnung. So bei mir war das mit 16 so, keine Ahnung. Aber also jeder wie er mag, ne? Wir sind ja eine offene Community. Ah, ich habe jetzt auch keinen Bock über MDMA zu reden. Ich finde das irgendwie ein bisschen langweilig. Gibt keinen Grund, ihn zu haten. Danke, Paul. Simon, wir lieben dich. Du bist so unfassbar stark, was du durchmachst. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Bruder. Simon, du bist ein Ehrenmann und surreal. Scheiß auf die Hater. Danke, Mann. Hört auf, ihn runterzumachen, Leute. Danke, danke. Jo, Bruder, sieht's aus. Warte, jo, Bruder, sieht's aus. Ey, ihr müsst mal ein bisschen besser schreiben. Aus einer anderen Sicht, Mann. Ich finde, hier diskutiert keiner, sondern du bietest eine Plattform offen zu diskutieren. Ja, sehe ich auch so. Wie kriegt man nochmal gratis AirPods, Simon? Ja, indem du mir entbläst. Ein Spaß. Den Kompromiss mit dem Hate muss man halt eingehen, wenn man was im Internet hochlädt. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Und da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Die Leute meinen es halt nur gut mit dir. Die Leute sind ehrlich, weil sie dich mögen. Ja, ich weiß, aber ich meine, ich bin ja 24 und ich muss ja irgendwie auch selbst auf mich klarkommen. So, ich weiß ja, guck mal, ich weiß ja, was gut und was schlecht ist. So, ist ja nicht so, dass ich das nicht weiß. So, weißt du, No Front, aber MDMA ist ab und zu geiler, egal ob man 16 oder 24, einer der wenigen Substanzen, die positive Vibes und Empathie bringt. Ja, dann konsumier das nochmal ein paar Jahre. Dann wirst du sehen, was das mit dir macht. Konzentriere dich mal mehr auf die positiven Kommentare. Davon gibt es viel mehr. Ja, das ist das Ding. Es gibt so viele positive Kommentare. Alter, wenn ich in die Kommentare schaue unter meinem neuesten Video, Alter, ey, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freue. Also, ihr müsst euch mal wirklich denken,
wenn ihr einen Kommentar schreibt unter ein Video von mir und der so positiv ist, dann müsst ihr immer euch denken, ich lese das und ich freue mich wirklich. Also ich laber keinen Scheiß, ich freue mich wirklich über die Kommentare. Kein Scheiß jetzt. Also viele YouTuber labern das zwar nur so, aber wenn ich dann wirklich sehe und der geht dann auch auf Punkte ein in meinem Video und sagt, ey, das ist deswegen geil und das ist deswegen geil und so, deswegen freue ich mich da auch. Also wirklich, kein Scheiß. Ich mag auch natürlich konstruktive Kritik, keine Frage. Also wenn jemand sagt, ey, das finde ich nicht so gut so, daran kannst du ein bisschen arbeiten, das verbessern und so, da freue ich mich natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz, kannst du noch deinen anderen Track Papa nochmal hochladen? Liebe deine Musik. Papa, ich kann mir das mal aufschreiben, ich kann den nochmal neu recorden. Ich wollte sowieso neue Musik machen oder kann ich diesen Papa-Track einfach nochmal neu recorden, wenn du Bock drauf hast. Ich will ja sowieso so eine kleine EP machen, so mit 6, 7 Tracks, wo ich so ein paar alte Tracks nochmal neu interpretiere oder von mir noch 1, 2 neue reinmache und die dann einfach so aus Spaß online stelle, weil eigentlich wollte ich auch noch ein Feature machen auf dem Mixtape von Smokey Rich, aber ja, keine Ahnung, ob ich das zeitlich hinbekomme, weil das Release-Date ist schon bald. Wenn du null Fuck auf andere Leute gibst, wieso regst du dich denn darüber auf, was wir schreiben? Ja, weil es einen immer irgendwie berührt, Digga. Es berührt einen immer. Ist ja klar. Ich rede jetzt so von Leuten, die schreiben so, ey, du Hurensohn, du machst scheiß Videos, aber wenn das wirklich so Kommentare sind, die wirklich angreifen und ihr wisst, was ich meine. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Leute, die mich supporten. Das ist die Anonymität leider, ja, ich weiß. Ja, keiner von euch, von den Hatern würde jetzt hier auf der Straße kommen und mir irgendwas Negatives sagen. Niemand. Witzigerweise habe ich gestern, als ich unterwegs war in Essen, habe ich einen nach einer Kippe gefragt und der hat mich so komisch angeguckt und dann dachte ich mir so nichts bei. Und dann hat er mir heute Morgen geschrieben auf Twitter, ey Digga, du hast mich gestern nach einer Kippe gefragt in Essen. Und ich finde das so krass, was das für eine Reichweite hat, Alter. So viele Leute, also wie viele Leute mich erkennen, das ist teilweise so krass, Alter. Das ist echt krass. Wo Internet, da Hater, macht dir nichts draus. Ja, Dankeschön. Was sagst du zu dem Stream-Ausschnitt von gestern auf Insta? Ja, ich fand's ganz witzig so. Ich würde mich freuen, wenn es gelöscht wird. Ich würde mich aber freuen, also ich werde es nochmal runterladen. Und danach würde ich mich freuen, wenn es gelöscht wird. Ansonsten wird Instagram das übernehmen. Ja, findest du es schlimm, das zu sehen? Nein, ich find's witzig. Das ist ja das Abgefuckte an mir. Ich finde das witzig, das zu sehen. Also, andere finden das wahrscheinlich richtig schlimm und so und denken sich so, Alter, wie schlimm und so, aber ich finde das witzig so, ey. Vor allem das Ding ist, ich frage mich, ob ich irgendwann mal irgend so eine Freundin oder so finden werde, die das auch so witzig findet wie ich. So, keine Ahnung. Mein Humor ist so speziell. Weiß ich nicht. Ich finde das so witzig. Sorry, aber ich finde, man sollte sich erst gönnen, wenn alles andere im Leben geregelt ist. Alles andere ist eine dumme Aussage. Ja, man sollte. Also ich bin der Verfechter so dieser, wie nennt man das, dieser Yin und Yang-Theorie. Also man sollte alles im Gleichgewicht halten. So, man sollte arbeiten, man sollte aber auch Pause machen, man sollte konsumieren, man sollte auch Pause machen. Man sollte sich was gönnen, man sollte, versteht ihr, was ich meine? Immer dieses Mittelmaß halt. Man sollte nicht auf einer Seite viel haben und auf einer Seite wenig. Man sollte nicht extrem rich sein und auf der anderen Seite so. Und das bringt alles aus dem Gleichgewicht und dann fühlt man sich auch schlecht. Und deswegen bin ich da so ein Verfechter dieser, ich weiß nicht, wie man das nennt, Philosophie, keine Ahnung. Bin gerade am Amphetziehen. Jo,
Das ist echt dirty. Ich smoke kein Weed. Ja, ich smoke hin und wieder, aber ganz, ganz unregelmäßig. No cap, aber was hast du intus? Die Puppies sind ja doch recht klein und oder sehe ich das falsch, Bro? Sind sie klein? Ich finde, die sind nicht so klein. Alprazolam, ich fühle mich wohl. Macatusin, ich fühle mich wohl. Ja, das ist ein Track von mir. Den werde ich jetzt noch fertig machen und dann an Prophet Baby schicken, damit er mir den fertig mastern kann. Oh, ich muss mich morgen unbedingt mal dran setzen. Aber ich habe noch so viel mit Uni zu tun und so. Ich würde furchtbar gern so viel machen. Aber ich mache erstmal wird morgen früh ein neues Video gemacht. Und dann wird Uni-Stuff gemacht. Und dann wird gerappt und morgen Abend werde ich wahrscheinlich noch was mit Kollegen machen. Mal schauen. Meinung zu Kartom kommt noch im Video zu. Ich finde nicht, dass hier wer hatet. Ja, Nightlamp, du hast auch nicht vor einer halben Stunde eingeschaltet. Da war das noch viel schlimmer. Alles gleich, schreib dir auf Insta, nimm die Anfrage an und Folge bla bla. Ja, ich nehme dir auf jeden Fall, ich nehme deine Anfrage auf. Ich nehme jede Anfrage an, aber schreib mir auf jeden Fall. Ist einfach Ampfe zu ziehen, die Kunst ist aufzuhören und nicht auf das Craving zu hören. Nee, die Kunst ist, das Zeug nie anzurühren, genau wie Kokain, weil das einfach nur ätzend ist und scheiße ist und du dich danach scheiße fühlst. Und du deine Libido kaputt machst, Alter. Guck dir das neueste Video von mir an, dann weißt du, was ich meine. Lies ja den Chat oder Twitch-Chat. Ich mache nur YouTube, also Twitch habe ich keinen Bock, mich mit auseinanderzusetzen. Ich mache nur YouTube und ich sehe ja auch direkt alles und YouTube ist perfekt hier. Und ich sehe, wie lange ich streame, ich sehe die Zuschauerzahlen, die Likes. Und das ist perfekt für mich. Und ja, ich habe innerhalb von 5 Sekunden meinen ganzen Stream hier eingerichtet. Das ist perfekt. Nächstes Mal mache ich hier noch Mikrofon, dann habt ihr ein bisschen bessere Quali. Und ja, das passt dann. Wow, das ist das erste Mal, dass ich dich sehe. Seit wann zeigst du dein Gesicht? Ach, ich zeige mein Gesicht schon seit einem halben Jahr oder so. Also eigentlich seitdem ich meinen Instagram-Account öffentlich gemacht habe. Aber ich habe auch ein paar Videos, wo ich mein Gesicht zeige. Musst du mal schauen. Die letzten, also das vorletzte und das davor zeige ich, glaube ich, mein Gesicht. Ja, wir halten zusammen alle sehr gut. Ich liebe euch. Ich liebe euch auch. Liebe in den Chat. Das echt. Liebe verbreitet klingt dann aber wieder nach Teilen. Ja. Stani-Hater-Mentalität verbittert einfach. Ja, viele Leute sind einfach verbittert und unzufrieden mit ihrem Leben. Also, wie gesagt, bei mir läuft es gerade. Ich fühle mich super und deswegen sehe ich keinen Grund zu haten. Aber bei vielen Leuten ist es halt nicht so und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass sie ihren Hate hier bei mir oder bei anderen YouTubern rauslassen und ja, ich versuche mein Bestes, das zu ignorieren. Liebe geht draußen in Velcro und den Chat. Yo, Grüße zurück, chinesische Zeichen, Schriftzeichen. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Nein, du hast vollkommen recht. Finde es nur sehr vage, dass du es verallgemeinerst. In Bezug auf deine Aussage, wer dies davor tut, kommt nicht einmal so weit. Warte, worauf war das bezogen? Warte, wenn das jetzt zu weit oben ist, habe ich keinen Bock zu scrollen. Ne, habe ich keinen Bock zu scrollen. Woher kennst du deine Freundin? Ja, Instagram, da wo sich 90% der Leute heutzutage kennenlernen. Und ganz im Ernst, Instagram ist eigentlich am besten, weil da weiß man so direkt, was man bekommt so. Und da kann man auch schon ein bisschen länger schreiben, dann weiß man, wie die Alte drauf ist, das Mädchen drauf ist. Und da weiß man, ja, kann das vielleicht ein bisschen was werden und so. Ich bin ja, wie gesagt, sowieso nicht so der Krasse. Das ist komisch so, ich bin eigentlich gar nicht der One-Night-Stand, aber ich springe trotzdem von Bett zu Bett. Das ist irgendwie echt ganz weird.
Aber das ist ganz gut, weil man sich ja mit den Weibern so ein bisschen austauschen kann. Dann weiß man, ja, kann das was werden? Und wenn nicht, dann kann man ja immer noch sagen, ja, Abstand halten und dann nö, die nächste suchen. Also bezüglich Puppies sollte wie gesagt kein Front sein. Will ja nur das Beste für dich. Würde mich auch freuen, wenn wir wieder mehr Kontakt auf WhatsApp haben würden, Bro. Meinst du mich jetzt oder was? Ich nehme mal an, nicht. Ja. Hä, welchen Chat liest er vor? Ja, ich lese hier auf Dingens, auf YouTube vor, aber ich bin ein bisschen hinterher. Also ich bin ein bisschen sehr hinterher. Ich werde jetzt mal ganz an den Anfang spulen. Also wenn ihr wichtige Fragen habt, dann schreibt sie jetzt nochmal in den Chat. Ich überspringe einfach mal vieles, weil sonst dauert das zu lang. Ich werde nicht mehr so lang streamen. Ich werde jetzt noch 5 Minuten streamen. Sprichst du Polnisch eigentlich? Nee, spreche ich nicht. Und ich fühle mich auch nicht Polnisch hingezogen. Ich bin Deutscher. Und wenn mir irgendwas gesagt wird, dann meistens immer so irgendwie Italienisch oder Kroatisch oder so, aber nicht Polnisch. Krampfanfälle auf Drogen, wie Tramal etc. Also, wie ist das die Schlägerei im letzten Insta-Stream noch ausgegangen? Habe ich null Erinnerung dran, weiß ich nicht. Hab mal. Warte. Gezogen wurde. Hab Metavitamin gezogen, wurde aber nie süchtig. Ah, das ist ungefähr vom Süchtigmachen-Faktor wie Ritalin, vielleicht ein bisschen stärker. Das ist nicht so krass, wie man denkt. Wurdest du nicht auch mal mit Stoplight und Nikolas? Was ist da passiert? Stoplight und Nikolas? Wurdest du nicht auch mal mit Stoplight und Nikolas? Was da passiert? Verstehe ich die Frage nicht. Fucken dich die ganzen Online-Vorlesungen auch so ab, also dass man so gut wie nie rauskommt. Also ich komme sehr viel raus, deswegen fuck mich es nicht, aber ich bin momentan jeden Tag sehr viel draußen. Mich fuckt es ein bisschen. Wir müssen eigentlich viel praktisch machen und das kann man halt nicht machen. Das fuckt mich ein bisschen ab. Ansonsten finde ich die Online-Vorlesungen nicht so schlecht, weil ich stehe auch auf, dann mache ich den Laptop im Bett an. Dann gebe ich mir die erste halbe Stunde im Bett und dann stehe ich auf und dann mache ich mich langsam fertig und so. Und deswegen stört mich das nicht. Ich finde das eigentlich ganz angenehm. Aber für die Präsenzzeiten ist es halt eigentlich ganz schlecht für mich. Also wenn du jetzt irgendwas studierst wie BWL oder so, wo du dann nur den ganzen Tag irgendwelche Vorlesungen reinziehst, dann ist das natürlich scheiße. Was hast du? Also, hast du mal Entities auf Psychedelics getroffen? Ja, das Thema sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen. Ein Riesenlob von mir, Simon. Du hast leider nicht den Satz zu Ende geschrieben, aber danke auf jeden Fall. Freue mich auf jeden, mit dir ein Interview dann zu führen. Ja, würde mich auch freuen, würde mich auch freuen. Mir geht es eher um den Charakter und den sieht man auf Bildern schlecht. Ja, das stimmt. Also je mehr ich mich mit Frauen treffe, desto mehr merke ich, wie wichtig der Charakter ist. Das klingt immer so klischeehaft, aber es ist so unglaublich wichtig, dass der Charakter stimmt zwischen zwei Menschen. Das merke ich nach jedem Date immer mehr. Also, das ist echt krass. Hattest du wirklich Corona? Nee, ich habe kein Corona. Ich hatte das auch noch nicht. Und es wäre auch nicht gut, wenn ich es bekommen würde, weil ich Asthma habe und ich habe keinen Bock, wieder auf die Intensivstation zu kommen. Übrigens, ich wollte fragen, ihr könnt mal kurz in den Chat schreiben, was wollt ihr morgen alles in dem Video also vom Krankenhausaufenthalt sehen? Also wollt ihr. Soll ich ein paar Arztberichte vorlesen? Soll ich erzählen, wie es ist, wie es sich anfühlt, aufzuwachen, wie das Feeling ist an der Intensivstation? Was wollt ihr da genau? Wollt ihr da irgendwas Spezielles wissen? Schreibt es unten kurz rein, dann lese ich das.
Favorite Studentenjob. Bisher habe ich noch keinen, aber ich werde auf jeden Fall da was machen. Du warst doch mal mit diesem Nicolas gut. Was ist da genau passiert? Ja, Nicolas ist befreundet geworden durch mich und hat meine Freunde kennengelernt und ist jetzt mit dem befreundet und nicht mehr mit mir. Ja, ich habe Nicolas im Rauschen ein bisschen beleidigt und ja, ich habe dann eine Anzeige auch von ihm kassiert, aber ich habe mich auch entschuldigt bei ihm mehrmals. Ich habe mich auch in der Anzeige, die ich bei der Polizei aufgegeben habe, entschuldigt und es tut mir sehr leid. Und ich wünschte, ich könnte mich nochmal mit ihm aussprechen, wenn es irgendwie die Möglichkeit dazu geben könnte, aber. Ja, ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen so in seiner Welt gefangen und hält mich für einen Spasti, also wird das wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich wäre down dafür. Warte mal, boah, ihr schreibt so viele Fragen, Leute. Nikolai Rosendahl, was schreibt ihr da? Was soll das? Warum nicht nackt? Ah, weil mir kalt ist. Warum ist Corona bei dir nicht so heftig? Bei uns ist Corona sehr heftig, Alter. Ich glaube, Corona ist bei uns Top 5 der Städte, was das angeht. Du bist mein Lieblings-YouTuber. Schaue dich seit deinem ersten Video. Warst mir sofort übertrieben sympathisch. Sorry, hab den Satz zu früh abgeschickt. Ja, keine Sorge. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sowas freut mich, siehste. Guck mal, zum Beispiel solche Kommentare, Alter, die heitern mich so krass auf. Und dann schreibt einer irgendeinen negativen Kommentar und der zieht mich so krass runter. Ich verstehe nicht warum. Das ist irgendwie so. Ich muss mich da im Kopf ein bisschen umpolen. Aber wie gesagt. Das YouTube-Game wird jetzt auf jeden Fall weitergehend durchgestartet. Ich werde mir versuchen, auch morgen möglichst viel Mühe zu geben. Ich werde viele Takes aufnehmen, damit das Video auch wirklich gut wird. Weil ich will das Video nur hochladen, wenn es wirklich nice ist, weil es ein für mich persönlich sehr wichtiges Thema ist. Und ich habe euch auch schon erzählt, posttraumatische Belastungsstörungen und so weiter. Bist du polygam? Du sagtest doch meine Freundin, aber redest jetzt von so vielen Dates. Ja, nee, ich bin, ja, meine Freundin, ich bin nicht mit dir zusammen jetzt oder so, ne? Also, wir haben jetzt da noch nichts Festes ausgemacht und so. Ich finde, man sollte das generell langsam angehen und ja. Meinung zu Praxiten. Praxiten, warte, bevor ich mich blamiere, ich google das mal kurz, was ist das? Praxiten, Praxiten, wahrscheinlich Praxiten, was ist das? Tabletten, ach, Oxazepam, feiere ich nicht so. Also, ich hatte mal die 50er, aber feiere ich nicht so. Würdest du mal einen Mann ballern? Ja, why not? Was hältst du von Kratom? Ja, wie gesagt, wird auf jeden Fall mal ein Video kommen. Wie ging das Personal mit dir um? Ah, ja, warte, genau, die Frage werde ich mir mal aufschreiben. Die ist nämlich sehr interessant in Bezug auf eine Drogenüberdosis, finde ich. Arztberichte schreibe ich mir auch mal auf, damit ihr einen guten Einblick bekommt. Kenne mich aus, bin Pfleger. Hast du auch viele Overdoses auf der Station? Ganze Story, am besten eine Stunde Video. Das markiere ich mir auch. Okay, also eine Stunde Video sollte ich, denke ich, mal hinbekommen. Weil ich meine, ich bin ja. Keine Ahnung, 7, 8 Mal auf der Intensivstation gewesen und da sind einige krasse Sachen passiert. Also, ich denke, mal eine Stunde sollte drin sein, wie sich eine Overdose anfühlt. Ja, klar, das werde ich auch mal reinmachen.
Vielleicht, was du vom Krankenhaus mitgenommen hast. Was meinst du? Also ich habe im Krankenhaus Arzneimittel geklaut. Meinst du das oder meinst du im Sinne von, was ich jetzt für meinen Lebensweg mitgenommen habe? Wie viel Zeit investierst du ins Studium? Momentan muss ich sagen, leider nur die Vorlesungs- und Übungszeit, aber ich werde jetzt ab Wochenende mich dran setzen und die letzte Woche nachholen, auf jeden Fall. Ja, das ist mein Ziel. Also ich will auf jeden Fall spätestens Sonntag mich hinsetzen und die ganzen Sachen nacharbeiten und dann irgendwie einen Plan austüfteln, dass ich regelmäßig am Ball bleibe, weil ich muss es durchziehen. Es bleibt keine andere Möglichkeit. Also ich bin fest entschlossen, es durchzuziehen. Wo kann man eigentlich Musik von dir finden? Verfolge dich auf YouTube seit deinem Anfang und habe nie mitbekommen, dass du Musik machst. Ja, ich habe früher mal so Underground ein bisschen auf Soundcloud was hochgeladen und hier und da mal auf Instagram. Also wie gesagt, folgt mir auf Instagram. Falls ich was veröffentliche, werdet ihr es da finden. Und ja, ich werde keine EP, denke ich mir, auf YouTube hochladen. Außer ich mache jetzt einen richtig krassen Song und ich mache ein richtig geiles Musikvideo, dann wird das natürlich auf YouTube kommen. Ansonsten schaut einfach mal auf Instagram vorbei, da werdet ihr dann die Musik finden. Ja. Ich bin Selbstpfleger. Oh nein, jetzt bin ich hier gespult. Nein, nein, nicht gut. Ich bin Selbstpfleger und auch Thema Drogen kein Engel. Freue mich sehr, sehr auf das Video, Simon. Vielleicht kannst du ein bisschen auf deine Versorgung und was du mitbekommen hast eingehen. Jep, das werde ich mir auch aufschreiben. Ich sehe solche Leute, das freut mich. Die sind vom Fach, die wirken nicht dumm wie Stroh oder wie 15 und komplett mitgenommen und schreiben nichts anderes außer wie, ey, du bist voll drauf. Sondern können auch mal vernünftige Fragen artikulieren. Auf fetten Uppercutter-Benzos bin ich der Erste dabei. Was ist passiert? Nee. Auf fetten. Wie wäre es mit einem Video zu psychischen Auswirkungen eines Entzugs? Ja, das könnte ich eigentlich verbinden mit dem Krankenhausaufenthalt. Weil ich meine, man hat ja nach dem Kranken, also nachdem man da entzieht, also man entzieht ja quasi im Krankenhaus und da könnte ich auch ein paar Sachen zu erzählen. Ist Nicolas Nino, sage ich nicht. Simon, du hast so einen guten Style. Danke. Ich find persönlich, der hat ein bisschen nachgelassen. Also ich finde, ich habe einen guten Geschmack, so was Kleidung angeht, aber ich finde, der hat ein bisschen nachgelassen, aber das liegt daran, dass ich momentan nicht so viel Geld habe. Hätte ich mehr Geld, würde ich mich natürlich auch geiler anziehen, ist klar, ne? Ich muss kurz einen Schluck trinken. Ja, wir machen doch noch ein bisschen länger. Irgendwie bockt das gerade. Und ich meine, ich habe immer noch über 100 Zuschauer. Ich müsste eigentlich gleich eine rauchen, aber dafür, dass ich über 100 Zuschauer immer noch habe, können wir das auf jeden Fall noch machen. Ich mache jetzt noch so mindestens eine Viertelstunde. Und da muss ich auch schlafen gehen, weil ich morgen früh, wie gesagt, Vorlesung habe. Danke, dass du mich auf Yang Ling gebracht hast. Kein Ding, Bro. Bro, habe dich mal in Herne beim Lidl getroffen. Kannst du dich noch erinnern? Ich glaube tatsächlich ja. Krass. Ja, ich kann mich noch erinnern. Krass. Da war ich, glaube ich, mit meiner Mutter gerade sogar einkaufen. Witzig. Ich feiere deine Videos. Hab bestimmt jedes fünfmal geschaut. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Mann. Was war mit Nino? Du chillst ja nicht mehr mit dem, oder? Doch, Nino ist eigentlich mein bester Kollege, nur ich habe gerade ein bisschen Streit mit dem. Ansonsten verstehe ich mich immer noch sehr gut mit dem. Wie MBZ schon sagte, die Hater sind wichtig und gehören dazu. Fick auf diese dummen Untermenschen. Ja, da hast du recht, Alter. Was war das Schlimmste in der Notaufnahme? Jupp, das kann ich als Frage auch noch reinnehmen. Boah, ich freue mich schon, morgen das Video zu machen. Aber Leute, wenn ich das Video fertig mache und das wirklich gut wird, erwarte ich auch gutes.
Gutes Feedback von euch, ja. Das ist ein Geben und Nehmen hier. Hat sich denn Denkweise durch Drogen verändert? Ja, ich denke schon. Also ich meine, man verändert seine Denkweise durch jede Erfahrung. Also ja, mach doch keine Unehren und so. Ja, komm jetzt. Ey, Digga, One Boy, wenn du noch einmal irgendwas postest, dann blockiere ich dich. Ja, schreib jetzt nicht so eine Scheiße hier. Auf fetten Uppercut, siehst voll fertig aus. Ja, ich bin auch müde. Am besten hört man deine Videos beim Zocken. Jo. Oder, keine Ahnung, vorm Einschlafen. Overdose nicht so viele, aber Entzüge und delirante Menschen relativ regelmäßig. Jo, das kann ich mir gut vorstellen. Ah, jetzt ist der schon wieder nach unten gesprungen. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 24. Was studierst du? Habe ich schon vorhin beantwortet, kann ich nicht sagen. Also ich war auch mal im Krankenhaus wegen Drogen. Hattest du auch das Gefühl, dass alle Ärzte dich für Müll halten? Ich werde mal die Frage mit reinnehmen, weil das ist, da ist es ein zweischneidiges Schwert. So, One Boy, du bekommst jetzt einen Bann. Nutze vorübergehend blockieren. Ich blockiere dich jetzt vorübergehend. Wenn du nächstes Mal noch so eine Scheiße schreibst, dann bist du für immer weg. Moin, was geht mit deinem Fitnessstand? Ja, was soll gehen? Fitnessstudio ist gesperrt. Und ich hasse Joggen. Also, ja, ich bin eine Zeit lang viel gejoggt. Jeden Tag, also ich bin so dreimal die Woche gejoggt, aber ja, irgendwie ist es doch nichts für mich. Weil ich denke mir dann immer so, wo rennst du hin? Und ich finde es voll langweilig, so, keine Ahnung. Und nach einer Zeit geht dieses Runner's High auch weg, so, und dann fühlst du dich irgendwie einfach nur noch normal, so ein bisschen besser, keine Ahnung. Ich sollte es eigentlich machen, aber ich habe gerade zu viele andere Sachen im Leben zu tun, als dass ich Sport machen kann. Ist halt echt so. Aber wenn die Studios wieder aufmachen, Anfang Dezember bin ich wieder dabei. Hattest du eigentlich schon mal eine psychoseartige Symptome? Ich werde die Frage mal markieren, weil ja, aber dazu müsste man vielleicht mal ein bisschen mehr ein Video machen. Könntest du einen Drogentierlist machen? Loki, Black Sheep oder wie der heißt, hat auch schon mal eine gemacht. War ein cooles Video. Ich habe von ihm schon mal gehört, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, ob er gut ist, aber eine Drogentierliste. Ja, ich kann es mal aufschreiben, aber ich halte es für nicht so geil, weil Drogen bewerten irgendwie, das ist so, jede Droge hat zu seiner sehr speziellen Einzelheiten und keine Ahnung, dass ich halte es für dumm, aber ich markiere, also ich schreibe es mir auf, aber ich sag mal ja, nein. Habe for real immer noch einen Ohrwurm von dem kurzen Ausschnitt von dem Track mit dem Makatusin-Line. Ja, okay, dann werde ich den Track als nächstes aufnehmen, Bruder. Noch länger, da kannst du ja noch von den Entities erzählen. Nee, mach ich nicht. Wann musst du morgen aufstehen? Zu früh. Hey Simon, wie geht es dir? Seit wann bist du clean? Noch nicht so lang. Ist diese ganze Berliner Hipster-Szene von Insta auf Drugs? Ja, und Berlin ist mittlerweile so wack. Also, ja. Haha, bester Mann sind ja fast Nachbarn. Wo wohnst du denn? Du kannst mir mal auf Insta schreiben, Bruder. Sweet Day. Vielleicht kann man sich ja mal treffen oder so. Komme auch aus der Ecke, wo du herkommst. Eventuell geht hier auch ein persönliches Interview. Ja, schreib mir mal auf Insta. Vielleicht können wir uns ja dann treffen. Bist du denn ein Mädchen? Warte. Wie geht es dir? Bist du komplett clean gerade? Nein, was ist deine Meinung zur 1CP-LSD? Habe ich noch nie genommen. Feierst du X und Little Peep? Ja, X nicht. Ich mochte deine Videos von damals aufgrund deiner Selbstreflexion sehr gerne. Mir kommt vor, dass du diese über die Jahre verloren hast. Findest du das auch? Ja, finde ich auch. Ich finde auch, ich bin ein bisschen dümmer geworden. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen regeneriert, indem ich die ganzen Sachen ein bisschen runterschraube.
Hab dich früher immer zum Einschlafen gehört, mega gut. Musste immer aufpassen auf meine Eltern, da waren deine Videos noch frisch damals. Nice. Streamer bitte mit Polytoxum. Ja, schreibt ihm mal eine Nachricht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne, ich schaue keine Drogen-YouTuber, also ich weiß nicht. Meinung zu KLS. Ja, ist eine Witzfigur, der das Leben irgendwie nicht so wirklich begriffen hat. Der weiß irgendwie nicht, worum es geht im echten Leben, glaube ich. Was hast du eigentlich vorher studiert? Ich habe vorher Wirtschaftsinformatik studiert in Essen und Informatik an der TU Dortmund. Und das sind beides Fächer, die ultra langweilig und ultra scheiße sind. Dick am Chillen auf Sands und Ott, dann Vacuum-Steam gönn, Beste. Ja, gönn dir, Bruder, gönn dir, gönn dir. Hast du jemals Nachtschattengewächse probiert? Nein, bisher noch nicht. Bist du glücklich mit deinem Leben? Momentan bin ich so glücklich wie seit 1,5 Jahren nicht mehr. Also ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass es auch noch länger so anhält. Also ich fühle mich wirklich gut. Also ich kann mich echt nicht beklagen. Also ich wüsste jetzt echt nicht. Also ich würde mich nicht beschweren, wenn ich ein bisschen mehr Geld hätte, weil momentan ist ein bisschen knapp bei Kasse. Ich würde auch gerne wieder ein bisschen mehr Geld haben, um Auto zu fahren, dass ich wieder mein Auto in Bewegung setzen kann, zum Beispiel, um mal zu Max Road zu fahren und ein Video aufzunehmen. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden und ich freue mich wieder, Motivation gefunden zu haben, YouTube zu machen. Und ja, dann einfach dementsprechend mit euch hier zu kommunizieren, das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Hast du gerade eine Freundin? Also ich habe keine feste Freundin. Also zumindest haben wir das noch nicht so ausgemacht. Und ich will das generell langsam angehen. Also ich will jetzt nicht so direkt nach dem dritten Date sagen, ey, lass mal zusammenkommen oder so. Das braucht bei mir ein bisschen Zeit, weil ich habe das früher immer gemacht, so ein Date und so, ey, lass mal zusammen und dann war es scheiße. Deswegen will ich da auf jeden Fall sehr lange Zeit lassen. Und wenn ich dann merke, ey, es wird nichts, lasse ich sein. Bin seit dem 5. Drug Journal dabei und habe schon oft gedacht, dass von dir nie wieder Videos kommt. Nice, dass du trotzdem immer wieder zurückgefunden hast. Ja, das ist für mich so ein Langzeitprojekt irgendwie. Also, ich weiß nicht, das gibt mir immer Kraft, so zwischendurch was zu machen und auch einen kleinen Boost von euch zu bekommen. Und ja, das ist einfach so ein Langzeitprojekt. Also, ich habe auch das nie angesetzt, gesagt, ey, ich mache das jetzt ein halbes Jahr und dann ist gut. So, ich werde das wahrscheinlich auch die nächsten 5 Jahre oder so machen, wenn nicht sogar noch länger, aber halt immer so ein bisschen was. Vielleicht einmal so Zeiten, wo ich ein bisschen mehr hochlade, dann vielleicht ein bisschen weniger. Ich habe ja noch tausende von Stories auf Lager, die ich euch erzählen kann, die manchmal überlege ich so, manche Stories sind vielleicht ein bisschen zu abgefuckt, um die auf YouTube zu erzählen, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, es sind so Stories, mit denen ihr niemals in Kontakt kommen werdet. Und das wäre dann vielleicht auch mal ganz interessant, das zu erzählen. Deswegen muss ich mal schauen. Nimm die Anfrage an nach dem Stream. Ja, ich nehme die an. Versprochen, versprochen. Ich nehme die auf jeden Fall an. Dein Live-Video am Dortmund Bahnhof war voll daneben. Ja, keine Erinnerung mehr, keine Ahnung. Ich glaube, danach war ich auch auf der Intensivstation. Ich denke, das sollte für sich sprechen, Dominik. Bock auf Musikvideo-Collab, kann shooten und editieren. Erstmal muss Track her. Also, bevor kein Track steht, will ich hier keine Videoshoots arrangieren. Bin seit deinem ersten Video dabei. Das war 2016, oder? Die Black Ops Days zu den Stories waren immer mega. Ich weiß es nicht genau. Aber krass, dass du schon so lange dabei bist. Du hast for real mit meiner Jugend geprägt, mit 15 das erste Mal gekifft, dabei deine Videos entdeckt. Mittlerweile bin ich 20 und habe jedes Video mehrmals geguckt. Bleib stark. Jo, vielen Dank, Alter. Ja, manchmal denke ich auch so sehr nostalgisch zurück an verschiedene Momente und manchmal läuft mir dann auch eine Träne hinunter. I'm proud of you. Danke, danke. An welcher Hochschule studierst du? Kann ich nicht sagen, tut mir leid. Bitte mit Polytoxopam. Er feiert dich. Er feiert mich. Ist es
Kann ich dem auf Instagram folgen? Da kann ich. Sagt ihm einfach mal, er soll mir auf Instagram schreiben und dann ergibt sich bestimmt was. Wie gesagt, ich bin da sehr offen mit Leuten. Warte, ich kann ja mal gucken, kurz hier auf Instagram, weil ich habe mein Handy nicht. Ich krieg mein Handy erst morgen. Ist das Mercyful 187? Ist es der Dude? Mercyful 187? Weil ich krieg mein Handy erst morgen. Weil ich habe das bei einem Kollegen vergessen und ich bin heute den ganzen Tag ohne Handy gewesen. Deswegen trinkst du noch Alkohol? Sehr, sehr selten und meistens auch nur ein Bier oder so. Welche Klamottenmarken findest du am besten vom Style her? Boah, Klamottenmarken? Keine Ahnung, Alter. Klamottenmarken. Gucci. Nein, Spaß. Klamottenmarken. Da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt, das weiß ich nicht. Aber ich trage sehr gerne Adidas, weil es so am chilligsten ist. Aber da hast du mich jetzt am falschen Fuß erwischt, dann müsste ich jetzt zu lange nachdenken. Merke, dass sich dein Entzug über längere Phasen streckt. Wie ist der Gedankengang, wenn du wieder, warum auch immer, konsumieren willst? Ja, dieses warum auch immer, das sind immer so Beigedanken, die nur von Leuten kommen, die noch nie konsumiert haben, beziehungsweise die noch nie in einem Entzug waren. Ja, Gedankengang ist so, also okay, ich erkläre es dir kurz. Es ist so, ich denke so, ah, ich könnte mal wieder konsumieren, dann verschwindet der Gedanke und dann ergibt sich aus irgendeiner Situation heraus so, einer sagt so, ey, hast du Bock zu chillen? Und dann denke ich so, ja. Und dann schaltet sich der Rest meines Hirns komplett aus. Also dieses, es ist eigentlich schlecht für dich, es ist nicht gut für dich, hör auf damit. Und dann fahre ich direkt los. Und auch wenn es eine Stunde dauert, mein Gehirn schaltet sich 1, 2 Stunden aus und dann konsumiere ich es einfach. So ist es ungefähr. Kannst du dir das vorstellen? Wieso findest du, Karl, es nicht begriffen hat, worum es im Leben geht? Wieso findest du. Ja, weil er nur dem Geld hinterher hasselt, Alter. Ich habe nichts gegen Geld und ich habe auch nichts gegen Leute, die Geld verdienen und so. Aber wenn deren einziges Lebensziel es ist, ein AMG zu fahren und also ich weiß nicht, ob du die ganzen Storys da mit seiner Frau und so kennst, das ist ja auch alles sehr shady. Wenn dein einziges Ziel im Leben es ist, ein AMG zu fahren, dann bist du für mich ein sehr, sehr trauriger Mensch und intellektuell nicht gerade sehr gewachsen. Also, ja, gut, das ist meine Meinung. Wie ist deine Meinung zu Speed? Ekelhaft. Hoffentlich kommt bald wieder ein paar aktive Monate. Hoffe ich auch. Bruder, hoffe ich auch. So, ich werde jetzt echt nicht mehr viel machen, Alter. Was geht? Bin voll auf Pilzen. Yo, Bruder, viel Spaß dir. Und immer schön meine Videos liken. Du unterstützt damit das Projekt und du unterstützt damit die Legalisierung. Warte. Was hältst du zu Midazopam Domicum? Ja, ich hätte das ein, zwei Mal. Ich fand es schon ziemlich stark und so, aber relativ kurz und ich weiß nicht, muss nicht unbedingt sein. Ach, der hat kein Insta. Ja, dann werde ich ihn mal auf YouTube. Ja, der muss mich aber irgendwie kontaktieren. Also ich werde ihn mal auf YouTube abonnieren. Ihr könnt ihn mal in den Chat schreiben. Der muss mich aber entweder auf Twitter oder auf Insta kontaktieren. Der hat, glaube ich, keinen Star, weil er streamt gerade selbst auf YouTube. Ja, dann schreibt ihm, der soll mir mal auf Twitter, der soll mir mal auf Twitter, der soll mich auf Twitter antweeten und dann folge ich ihm. Ich will jetzt gleich Schluss machen. Nur noch ein paar wichtige Fragen jetzt. Simon, wieso das Insta-Live-Video, wo ihr eine Stunde nach Kippen gefragt habt? Und dann einfach welche gekauft habt. Auf was wart ihr da? Benzos, ganz normaler Abend. Zeig mal deine Tattoos. Nee, ich will noch ein paar andere machen und dann kann ich irgendwann mal ein Video dazu machen. Ist das ein Kompass auf dem Unterarm? Nein, das ist ein Anarchy-Zeichen.
Hast du schon mal von Microdosing mit LSD gehört? Ja, habe ich schon mal, aber noch nicht ausprobiert. Was für Stories mit seiner Frau? Was für Stories mit seiner Frau? Lol. Was für Stories mit seiner Frau? Verstehe ich nicht. Würdest du dich privat mit dem Drachenlord treffen? Nee, würde ich nicht. okay, ja, okay, alles klar. Wie es aussieht, war es das soweit. Ja, Leute, hat mich gefreut. War sehr schön, 1,5 Stunden hat mich gefreut. Wir werden die Tage auf jeden Fall wieder einen neuen Livestream machen. Und falls ihr welche Fragen habt, behaltet die im Hinterkopf. Ich versuche morgen das neue Video hochzuladen. Und ich werde jetzt noch 2 Kippen smoken. Ich werde an euch denken und ich hoffe, wie gesagt, lasst noch ein Like beim neuesten Video da und schreibt ein paar Kommentare und wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder. Haut rein, Gang Gang und ja, Peace out.